Gummo, Gummo, Gummo und Galligrü, willkommen zurück zum Story Mode von der Inazuma 11 Victory Road Switch Beta. Und na klar, ihr habt es doch gerade sicherlich gesehen, ich habe jetzt auch 1 Anime-Frisur und das bedeutet, ich könnte sogar Teil der Protagonisten-Crew sein. Aber leider ist nicht mal der Bruder hier im Team integriert. F geht raus, nicht mal die Oma ist integriert, aber das ist auch kein Problem. Denn wir müssen sie eh hier zu ihrem Spot bringen, wo sie hin will. Das werden wir heute tun. Das wird sehr lecker werden. In diesem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben dafür. Vielleicht das geheiligte Finale. Ich weiß es nicht. Ich weiß absolut nicht, wie lange diese Beta noch geht. Vielleicht geht sie noch 3 Tage lang. Wir werden das herausfinden. Und ich hoffe, dass die Oma auch Junge ist. Junge, du kannst so ehrenlos sprinten. Was ist denn da los? Also, ich will jetzt nicht dissen oder so, aber meiner Oma würde ich das nicht zutrauen, dass sie in dem Alter noch, Alter, so krass rennen kann. Das ist maximal wild. However. Junge, der hat einfach ein Haus an einem Einkaufszentrum. Das ist eine sehr gute Frage. Einerseits müssen wir nach Hause gehen. Auf der anderen Seite müssen wir mit der Oma ins Einkaufszentrum. Junge, wo ist denn das überhaupt? Aha, die Busstation. Aber na klar. Der unerfahrene Opa. Welcher Opa ist denn unerfahren? In welcher Hinsicht unerfahren? Das ist so allgemein. Du weißt gar nicht, um was es da geht. Das ist einfach nur so ein Attribut, das zufällig irgendwelchen NPCs gegeben wird. Oh je. Können wir über die Straße? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir umgeschleudert werden? Yeah. Können wir sterben durch einen Autounfall in Inazuma 11 Victory Road? Nein, die bleiben nämlich... Okay. Der kann einfach... der kann einfach bremsen in einer Sekunde. Auf 0 km/h keine Probleme. Daran sind wieder die Yokai schuld. Das weiß ich doch ganz genau. Hier ist die Einkaufspassage. Ein wilder Affenmonkey. Okay. Was? Eine Übersetzung? Das ist halt so doppelt gemoppelt. Affenmonkey, ich komme da nicht drauf klar, oder? Das ist... Hau rein, Oma, Alter. Mach's gut, Allah. Die Oma folgt dir jetzt nicht mehr. Wo? Auf Instagram? Auf YouTube? Das ist so unallgemein. Also wirklich, Oma, abonnier rein jetzt. Ja. Auch auf Instagram natürlich ein sehr gern gesehener Stammgast. Na klar. Ich hasse alles, ne? Ich bin auf Level 5 gelockt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal höher gehen kann noch als Level 5 in der Demo. Ich gehe aber nicht davon aus. Ich traue mich nicht zum Zahnarzt. Ja, F. Hilfloses Schwesterchen. Ja, dann wollen wir mal. Kurzer Kampf. Gegen 2? Okay, das ist wild. Oh, jetzt habe ich nicht nachgedacht. Ist das bei ihm Schere, was er da macht? Dieses so, soll das Schere sein? Kurz abchecken. Tatsächlich ist das Schere gewesen. Das ist ja wild. Dann würde ich sagen, jetzt hier, schon wieder Schere oder was? Let's auch nie, du Drecksau. Stark. Spannungsleiste auch gleich full. Da können wir die Schwester auch gleich mitklatschen. Er sucht sich das wirklich aus. Was soll das sein? Das ist Papier? Ich dachte, weil er so macht, ist das Schere oder so. Wild. Füllt sich die Spannungsleiste auch eigentlich so mal auf, oder? Nur bei Angriffen scheinbar, oder? Das wird. Und jetzt machen wir Feierabend, weil das... Ganz ehrlich, das sollte ausreichend sein. Nein! Alter. Das
sollte auch auf meine Lebensleiste achten. Was macht die? Ist das auch wieder Papier? Ja, scheinbar. Okay. Ich glaube an Destin. Ich glaube nicht, dass er jetzt sterben wird. Vor allem jetzt nach diesem Angriff nicht. Nachdem wir den annulliert haben. Was? Nicht annulliert haben? Nein. 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 Das war fucking knapp, Alter. Hä? Wieso war das nicht das... sie hat doch... Hä? Habe ich nicht Schere gemacht? Ich bin verwirrt. Ich bin maximal verwirrt. Ah, sie macht Stein, glaube ich. Das ist Stein. So, sie verschränkt die... Nicht nur die Arme, sondern auch die Hände. Ja. Aber ich bin mir zu 100% sicher, ich habe am Anfang... Als ich... Naja, die den Sieg auf der Hand hatte und sie die Ulti, dass ich Schere gemacht habe und dass ich Schere hätte machen müssen. Oder hat sich das nochmal umgeswitcht irgendwie? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Also immer noch nicht. Oh mein Gott, halbe Bibel. Stark. Das können wir alles mitnehmen in den Mannschaftsmodus, ne? Das ist sehr, sehr cool. Ah ja, und na klar, die scheiß Polizei. Oh, hallo. Polizei abschießen, wer kennt's? In Minecraft. Oh nein, nicht schon wieder die Kackoma. Ach, Bruder. Hast du einen Moment Zeit? Ja, klar, weißt du, erstmal wieder ein Duell. Und dann darf ich wieder bei der Quest helfen. Also, wirklich. Ich mache ja gerade eigentlich. EP-mäßig gar nichts gut. Also, ich stehe ja auf der Stelle die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist unglaublich. I mean... Es ist ja nicht so, als hätte ich was dagegen. Aber, dass man halt die ganzen EP einfarmt... Und ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht sonderlich viel gefarmt. Ich habe eigentlich alles gemacht... Nein. Oh, ich habe eigentlich jeden wichtigen und nebenquestmäßigen Kampf mitgenommen. Und ich bin auf der Level 5 Cap. Habe ich irgendwie irgendwas übersehen, wie ich das aufheben kann? Weil ich fände es schon ein bisschen dumm, wenn man für die fürs Kapitel 1 Segment... die Levelgrenze auf 5 begrenzt und nicht auf 10, was mehr Sinn gemacht hätte, weil ich wäre jetzt nach den EP, die ich noch mehr eingesammelt hätte, auf safe schon Level 10 gekommen. Oder vielleicht Level 8, 9 oder so. Das ist aber sehr schade irgendwie, dass man hier ab einem gewissen Punkt von Kapitel 1 keine EP mehr bekommen kann. Also, du bekommst sie zwar, aber es bringt dir halt nichts. So. Sag mir jetzt nicht, wir müssen sie jetzt ganz weit nach oben wieder bringen. Hör auf, nein. Hör auf. Wo will Oma hin? 2? Ja, das ist hoffentlich aber auch die letzte Oma will irgendwo hin, Quest. Mir reicht es jetzt. Ich weiß es nicht. Also... Ich kann mir wirklich vorstellen, wir müssen wieder nach ganz oben. Es ist so unnötig. Es ist unnötiges Backtracking. Es ist jetzt auch nicht so, als würde uns im Park an der Schule irgendwas erwarten oder so. Cool wäre gewesen, wenn wir sie wieder hier geparkt hätten. Weil das ist der Ort, an dem wir sie ja getroffen haben. Warum will sie jetzt auf einmal zur Schule zurück? Oder generell zur Schule? Ihr seht es, wir müssen jetzt die ganze Landstraße hochlaufen und, versteht mich nicht falsch, die Gegend hier sieht grafisch für Switch-Verhältnisse absolut super aus, nur das bringt mir ja nichts. Ja. Es sieht hübsch gemacht aus, gerade hier diese Abendszene und so. Es scheint wohl kein eigenes Tag-Nacht-System zu geben, sondern ich denke, es ist Story-gebunden. Ja, zum Glück ist es aber nur der Park. Zum Glück.
yo. Lea mit Kemono. Cobra, Cobra. Cobra, Cobra. Auf was sollte das angespielt sein? Auf dieses Schlangen-Pokémon. Amani. Ich hab die Namen vergessen. Ikens. Ich kenne die Englischen besser als die Deutschen, Honey. Ja, es ist halt eine Arbok-Anspielung, ne? Am Ende des Tages. Das ist, glaube ich, das Ding. Das ist eine Arbok-Anspielung. Boya, arigato ne. Sehr gerne. Ich hoffe, wir bekommen wieder mal halbe Bibel. ...50 EP einfach ins Nichts gegangen. Junge, das macht doch keinen Sinn! Ich will jetzt ins Menü. Ich will wissen, ob ich irgendetwas vercheckt habe. Weil ich kann hier auch nichts... Ich kann nichts machen hier. Das ist halt alles gelockt. Ich kann nichts tun. Ich kann diese Levelbegrenzung nicht aufheben. Und ich finde das halt... Also mich... Stört das? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist es euch das egal, dass ihr halt so die halbe Demo über gar keine EP mehr sammelt. Ich frage mich, ob das im Hauptspiel auch so ist. Da hatte ich mich, glaube ich, am letzten Part sogar schon gefragt, ob es da möglicherweise so eine Art Herrgutblick gibt, der deinen Levelrang verbessert. Dass du dann von 5 auf 10 upgraden kannst, von 10 auf 20 oder sowas in der Größenordnung, dass du nicht überleveln kannst. Weil das soll halt auch die Demo verhindern, zumindest. Ich weiß aber nicht, ob es das Hauptspiel auch in der gleichen Hinsicht tut. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht, dass das der Fall ist. Ich fände es schade. Aber endlich hier im Stadtzentrum wieder angekommen. Die hätten wir geklatscht. Da kommen wir ja nicht rein. Also laufen wir die Straße weiter runter. Oh, ein neuer Kampf. Und ein geschenktes Item. Hier kommen wir safe nicht rein, oder? Was? Oha. Da hinten ist ein goldener Fußball. Den nehmen wir noch mit, bevor der Kampf startet. Es könnte eine Bibel sein. Wir haben aber noch kein Token bekommen. Kein Siegestoken. Kriegt man das erst am Ende der Beta? Also am Ende der Story-Mode-Demo? Junge. Noch einer, stark. Ich würde es jetzt nicht als Open World bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall schon so Open Zone. Die Gegend hier ist schon riesig. Also für ne, Yo-Kai Watch-Verhältnisse oder zum Beispiel für Level-5-Verhältnisse. Da würde ich sagen, vom Scale her könnte das so die Innenstadt von Lenzhausen sein? Vielleicht doppelt so groß. Aber vom Scale halt her, ne? Ich bin mir sicher, du kannst den Scale von der Innenstadt genauso erhöhen in Yo-Kai Watch 1 und 2. Wenn du halt in die 3D-Perspektive gehst, right? Ach du heilige Scheiße, warum ist sie denn so stark? Das ist halt das Ding, weißt du? Es ist halt nicht so, als hättest du nur Vorteile, wenn du auf Level 5 gelockt bist, weil es bringt dir halt gar nichts. Das hält den Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich intenser, oder? Dass halt die Gegner stärker werden? Du aber nicht. Okay, was kommt jetzt? Das müsste, ja, ich wollte gerade sagen, das sollte eigentlich Papier sein. Was sie zeigt. Also Schere. Wow, das hat sehr gut Schaden gezogen. Und mit anderen Worten, das hat geschmeckt. Okay, dann überleben wir hoffentlich ihren nächsten Attack und machen dann unsere Ulti. Einen Angriff haben wir noch. Mich erinnert das so ein bisschen vom Zyklus her, wie die angreifen an Yo-Kai Watch Puni Puni. Was? Nicht dein Ernst. Oh mein Gott, sie gönnt uns. Sie gönnt uns den Sieg und es war knapp. Wisst ihr? Und wegen diesem Kampf verstehe ich die Level 5 Cap zum Beispiel nicht. Wieso man das so auf so ein lowes Level gecapped hat. Oder ich habe wirklich den NPC übersehen oder ignoriert.
der mir vielleicht mehr EP freischalten lässt. Ich weiß es doch nicht. Mehr Level. Das war aber ein hartes Battle, muss ich sagen. Das war schon nicht von schlechten Eltern. Es war knapp. Ich dachte, wir sterben durch ihre nächsten Angriffe, weil so sah das ja aus. Aber gut, was gibt es hier noch auf der Straßenseite? Es gibt auch sehr viele Seitengassen so. Hier zum Beispiel, ja, es befindet sich jetzt aber auch meist nichts allzu Besonderes dahinter. Aber manchmal kann auch ein Item versteckt sein. Also es lohnt sich immer hinzugehen. Und ich denke, nein. Nein, ich habe wieder mal Dialog ge- Also, oh nein, Progress. Ich wollte erstmal erkunden. Und vom einen Battle ins nächste. Weiß nicht genau, worüber wir jetzt hier diskutieren. Wahrscheinlich, ob ich rein möchte oder so. Das ist ja immer so, das Duell ist immer nur der Grund für etwas, was eigentlich dann in der Konversation stattfindet. Okay, weiterhin Schere von ihrer Seite aus. Es sollte Stein sein. Ich meine, am Anfang war ich absolut überfordert von diesem System, das muss ich ehrlich sagen, aber... Okay. Ja klar, sie löffelt, also sie löffelt, sie fischt die Nudels raus. Das heißt, es macht natürlich Sinn, dass es Schere ist. Mr. Hino, du bist wirklich ein kreatives Schwein. Das muss man ihm wirklich lassen, das hat er raus. Die Toppings gehen aufs Haus. Oha. Ja, sind die denn vegan? Das so wie dieser Song von der Frau von Phil Laude. Ist das vegan? Vegan! Oder was? Schade, fast vor 20 einfach gehittet. Ich glaube, das bedeutet, dass wir nun kostenfrei speisen können. Ja. Aber warum war das Teil des Progresses? Ist die Inhaberin die Mutter von uns? Oder von ihm? Ich habe aber nicht verstanden, warum wir sie jetzt bekämpft haben, ehrlich gesagt. War das Teil des Progresses? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die A-Taste gespammt habe, um mit einer Person zu reden, als ich da durchgelaufen bin. Also... Ich weiß es natürlich nicht, vielleicht habe ich es doch getan. Ich glaube aber nein. Ich glaube, das ist ein Battle, das du vielleicht encountern musst. Oder ich habe doch irgendwie A gedrückt. Aus irgendeinem Grund. Und hier geht es auch nicht weiter. Dann... Mal schauen, wo es jetzt hingeht, in welches Gebiet. Es sind sehr viele verfügbar, wirklich. Das ist sehr, sehr cool. Wenn du hier weitergehst, wird die Geschichte erheblich voranschreiten. Du kannst nicht wieder zurückkehren. Ja, wir haben keine andere Wahl und ich glaube, ich habe auch alles gemacht, also. Bloomhurst, ich kann mich nicht an diesen Namen gewöhnen. Es sind die gleichen Leute, die auch schon vor einigen Parts Destin ein Metallrohr auf den Kopf geschlagen haben, auf jeden Fall. Wir machen sie fertig diesmal, aber nicht mit Fäusten oder sonst was, sondern Fußball. Let's go. Was?
それが僕らのバトルですよ。Yo, er ist nun ein Freund und er ist Durchschnittsspieler, was hier nicht grün ist, sondern golden? So bräunlich Bronze? Warum? Ich meine, Destin ist auch grün. Und er ist... War er Durchschnittsspieler? Oh, sie machen Mauern! Okay, ich habe jetzt einfach irgendwas gemacht. Hat nichts gebracht, ja natürlich, klar. Was sind deren... Oh Gott, ich kann darauf gehen, auf den rechten, der macht Schere. Na, ich bin absolut raus. Und nun... Nein, nicht... Mach Schere. Auf den linken. Ich weiß aber nicht, ob sie ihre Mauern wieder replacen können. Hat das nichts gebracht? Hat das nur was beim... Also... Hat das mit dem Element zu tun, das wir haben? Lass uns die Spezialtaktik machen. Bam, bam, bam. Ja gut, er hat keinen Schaden bekommen, aber der linke ist fast down. Er macht Schere, erneut. Wir sollten aber auf unsere Team-HP aufpassen. Ich weiß allerdings nicht, ob die beiden sich diese Leiste teilen. Und ob der ob Destin vielleicht eine eigene hat. Macht er weiter Faust? Ja. Dann hoffe ich, dass wir das annullieren können. Okay, dann nicht. Dann mit ihm. Okay. Destin ist wohl zu schwach. Das ist mein Guess. Das ist das, wovon ich ausgehe. Jetzt aber erstmal eine Heilung. Es wird nämlich knapp. Aber ich muss sagen, ich... Oh Gott, geil. Der hat auch eine Ulti drauf. Kann es sein, dass sie sich die Spannungsleiste nicht miteinander teilen? Aber die Lebensleiste schon. Sehr, sehr cool. Und der hat nur einen angegriffen sogar. Was machst du? Okay, Faust. Also Stein, ich... Na? Was soll ich sagen? Okay, dann... Mach mal so. Hau ihm aufs Fressbrett, Bruder. Lebensleiste ordentlich gesunken von meiner Seite aus. Wir sollten vielleicht erst den rechten platt machen. Der scheint mir weniger Lebenspunkte zu haben. Ja, wäre auch besser. Wir haben jetzt wieder einen Angriff verschenkt. Ich weiß es nicht. Oh nein, zum Glück nicht. Also die Mauern machen ihn halt komplett immun, muss man sagen. So, auf den rechten. Er scheint weniger HP zu haben. Der rechte scheint nicht so stark zu sein wie der linke, weil... Also wieder in der Mitte. Denn in der Mitte schien ja so eine Art Anführer von denen zu sein. Da macht es natürlich Sinn, dass der mehr KP hat. Overall. Ach du Scheiße. Okay, nächste Heilung. Nächste Heilung, habe ich gesagt. Und damit ist der Kampf eigentlich geschafft. Also, es sollte es gewesen sein. Wenn er jetzt noch Stein beibehält, können wir... Nein! Er hat es einfach umgeändert. Sofort nach dem Angriff umgeändert. Nice. Gefällt mir das Kampfsystem. Jetzt auch, wo mehrere als einer da ist, macht es das auch natürlich ein bisschen, naja, interaktiver. Ja. Und... Die Wolkendurchbrecherbeine. Schreib's zusammen, das sieht besser aus. Achso, wolkendurchbrechende Beine. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Aber Wolkendurchbrecherbeine klingt auch nice. Ah gut, die Halbstarken. Sie wären geglatscht. Das Ziel, das ist erfüllt. Und das ist Ye. Die Frage ist, was ist jetzt? Tja, hat euch wohl diesmal das Rohr gefehlt, oder? Das ist schon zu hören. Oha, guter Konter.
Ha? Und der ist einfach nur am Zischen. Der Bro. Oh. さあ、やぎファンの皆様、放課後の賞の時間です。さあ、決めるぜ。いい場所にくれよ。俺のファンを喜ばせんとな。いつも思うのだが、俺たちは野球部なのに、サッカーでファンサービスって。なあ。まあ、いいじゃん。この学校じゃサッカーボールの使い道、それくらいです。<笑><笑> Nagler, das Smartphone für die TikTok. Die Sau. Folgt mir auf TikTok. Link in der Beschreibung. あいつら午後になると校庭でパフォーマンスして人気取りをする。でもこの学校でサッカーは。後輩、この学校にサッカー部がない理由を知ってるか。確か発端は5年前の事件。学校側は問題を起こしたサッカー部を廃部にすることで事を収めた。うん、そうだ。 以来この学校でサッカーは人権をなくした。奴らはサッカーを笑いものにしてこき下ろしてるだけだ。あれはサッカーじゃない。あんら。おお。 桜崎か。悪いな。こっちに蹴り返してくれ。ここにサッカーはない。だから僕はここに来たんだ。あら。 まれに子供に見られる先天性の心臓疾患です。今後は走ったりするような激しいスポーツは控えていただくことになります。おいえ、僕は何ともありません。サッカーできません。このデータを見る限りそれは控えた方がいいでしょう。でも安心してください。日常生活には ほとんど支障がありませんから。データを見る限り。データ？なんだそれ。そんなもので僕からサッカーを奪うの？ある日突然僕の前からサッカーが消えた。 Oh je, Mbappé.
ここに来たんだ。だけど許せない。先輩は許せるんですか、こんなこと。サッカーが大好きで一日も練習を休まなかった、そんなサッカー少年だった桜崎先輩は許せるんですか。先輩俺にはもう関係ない。サッカーはやらないと決めている。どの道この学校でサッカーは禁止されている。ふざけんなよ。え、何、やらないと決めた、禁止されている、親の敷いたレール、先輩の前にある壁はどれだけのものだって言うんですか。先輩は自分の境遇とガチで戦おうとしたことありますか。僕は探した、僕がサッカーをする方法。病気の本もいっぱい読んで、ネットだって探した、泣いてわめいてもがいたんだ。でもダメだった。どれだけ努力しても僕がサッカーをしてはいけないという事実は変わらなかった。だから忘れようとしてきた、忘れようと努力してきた。先輩にはあるじゃないですか、風のように走れて強烈なシュートが打てる足。先輩にはやれる、先輩はまだサッカーがやれるじゃないか。くださいよ、いらないならくださいよ、先輩のサッカー僕にください。僕がサッカーをするから、いらないならくださいよ。桜崎、いつまで待たせんだよ。サッカーは何じゃない。Nein。ここは俺の出番だ。俺は父さんに一度だって口答えをしたことがなかった。支配されていたからじゃない、俺自身が選んでいなかったんだ。だから今俺は俺の道を選択する。Yo, was? Aber na klar. さあ U15 スプリングハイ第1回戦、ライモン中対北陽学園です。フットボール。Was? Das ist der Sprecher von Inazuma 11-1, oder? Der rechte. 大会を制するのか注目ですね。そうですね、北陽学園も九州の強豪としてめきめきと実力を伸ばしていますからね。お、選手たちが出てきましたよ。
Ehrenbruder des Jahres, aber na klar. Ist das hier gerade ein Anime oder ein Videospiel? Ich frag für einen Freund. Soramiya, Raimon wa dou da? Teiyuu ka saikyou no teki tte nanka mushou ni agarimasu yo ne? Ah, kyou koko de jidai o kaeru zo. できた。うん。今日も楽しみだね。今回の作戦はどのように？いつも通り。レン君に全部任せてある。さて、注目の大型新人。どう動くのかな？ トライダイブ。来るぞ。パーフェクトサッカーの北陽。合理的な教育プログラムによって各選手の戦術眼は極限まで高められている。さらに個々の選手の能力は極めて高く、中でもソラミア星は群を抜く。 Jo, was? Ist jetzt Episode 1 vorbei? Oder was? Ist das jetzt die erste Episode? War das jetzt das erste Kapitel? Ich weiß jetzt gerade am Ending nicht, ob wir in einem Anime sind von Victory Road oder ob das das Spiel ist. Wie gesagt, es war say 15 Minuten Cutscene oder so. 15 Minuten Cutscene. Bruder, das ist wild. Das ist wirklich sehr, sehr wild. Und ich muss euch ehrlich sagen, ja, es ist ein... Wenn es jetzt das Ende der Beta ist, das Ende des ersten Kapitels, und davon gehe ich eigentlich aus, weil die Transition von Unmei Sasanami, also Destin Billows, zu eben dem Spieler der Raimon Junior High, ne, der Raimon des Siebtklässlervereins und ja, dem Spiel zufolge. Und ich glaube, dann ab Kapitel 2 geht's dann wohl weiter, vielleicht mit dem Storypart von Endo. Werden wir natürlich sehen, das ist jetzt gerade nur der Spekulatius, aber Bruder, wir haben hier knapp 10 Parts jetzt miteinander verbracht. Ich glaube sogar, dass ich das Video, was ich jetzt gerade aufnehme, in 2 Parts splitten werde, weil ich bin jetzt gerade bei 39 Minuten Aufnahmezeit und ich habe irgendwie ab dem Punkt, wo wir dieses Banditenduell gemacht haben, kurz bevor die Cutscene gestartet ist, keinen Moment gefunden, um die Aufnahme zu beenden, weil es dann sofort weiterging mit der Cutscene. Ich hätte wahrscheinlich in der Innenstadt beenden sollen, aber ich werde mal gucken. Vielleicht lasse ich das hier als XXL-Part, vielleicht cutte ich es aber auch in 2. Einfach damit es nicht zu lang ist. Ja. Klar, aber auf der anderen Seite kann ich auch die Leute fühlen, die XXL-Part wollen. Vielleicht werde ich da vorher mal auf Discord fragen, aber
Ja, ich weiß nicht, was ich hierzu noch sagen soll. Es war ein stellenweise sehr, sehr, also stellenweise klingt sehr negativ. Es war also overall, das erste Kapitel hat mich ziemlich gut überzeugt. Klar, wir hatten keinerlei 4 gegen 4 Battles. Kann aber natürlich sein, dass das dem ersten Kapitel zu schulden ist, weil wir hatten noch keine 4 Spieler, sondern nur 2. Und deswegen geht es halt eben nicht. Ich dachte auch ganz kurz, dass wir vielleicht dann an der Schule, wo die Cutscene war, dass wir dort dann eventuell zum ersten Fußballspiel kommen. Und dann kommt die Cutscene einfach ins Stadion, Bruder. Also, wild einfach. Wirklich wild. Gefühlt ist das hier genauso viel Gameplay wie, Cutscenes am Ende des Tages, übertrieben gesagt. Aber es hat dennoch sehr viel Spaß gemacht, hier durchzugehen. Durch diese, 4 oder 5 Stunden oder so, die das jetzt waren. Und, kann das nur empfehlen. Ladet es runter, es ist kostenlos. Ihr könnt das erste Kapitel spielen. Und wahrscheinlich kann man sogar auch Übersetzungsfeedbacks über die Inazuma-Post da lassen. Und das würde ich euch empfehlen. Ja, dass zum Beispiel so falsche Übersetzungen oder grammatikalisch verbesserungswürdige Übersetzungen. Da gab es zum Beispiel das Wort Riesenhunger, das nicht zusammengeschrieben worden ist. Und ich glaube halt, man schreibt das zusammen. Und das zeigt halt, dass derjenige, der das ins Deutsche übersetzt hat, halt wahrscheinlich kein native deutscher Speaker ist. Aber ich bin mir wirklich... Ich bin noch... Riesenhunger. Ja. Hätte er einfach googeln müssen und er hätte gesehen, oh nein, ich muss ja gar nicht Riesen und Hunger auseinanderschreiben mit Leerzeichen. Ich kann es zusammenschreiben. Anyway, wir reden hier über ein verdammtes Wort. Mir geht es darum, man kann das alles ein bisschen weiter verbessern. Und ich glaube, das könnt ihr dann auch über die Inazuma-Post da lassen, weil ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das Game zum Meme wird im Deutschen, wenn man sich die Übersetzung so vornimmt, wie sie passiert ist, in der Beta. Inazuma 11. Also ich hoffe wirklich, diese Rechtschreibungskicks werden gefixt. Oha. Krass. Ja, so würde ich Kapitel 2 auch bezeichnen, wenn man das sieht, was in Kapitel 2 passieren soll. Yo, cooles Artwork. Fortsetzung folgt. Stark. Das erste Kapitel war ja lore-technisch nichts anderes als Destin Billows einzuführen und diesen, halt den da, ich vergesse seinen Namen jedes Mal. Die beiden Charaktere, dass die eingeführt werden, dass deren Persönlichkeitsbeziehung gezeigt wird, sich stärkt. Und das ist es eigentlich, ne? Das ist es eigentlich legit gewesen. Bisschen Schulen erkunden. Das Stadtgebiet erkunden, das fand ich auch sehr, sehr nice, dass man sehr, sehr viel erkunden konnte. Das war wirklich sehr, sehr viel. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dann ab dem nächsten Kapitel geht es dann richtig ab. Dass dann auch dass dann im zweiten Kapitel auch die nächsten Charaktere, die in unser Team kommen, dementsprechend auch schnell ins Team kommen werden, dass wir 4 vs. 4 Battles machen können und eher weniger von diesen, na, ihr wisst schon, diese Argument-Battles. Was steht hier? Danke, dass Sie unsere Beta-Test-Demo gespielt haben. Das ist so ein Google-Übersetzer-Englisch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Freuen Sie sich auf die endgültige Version. Bruder, Mr. Übersetzer an der Stelle, du kannst uns ruhig duzen. So, wir sind keine Erwachsenen, die das spielen. Also ich bin schon erwachsen, aber du kannst mich auch duzen, Bruder. Ey, was ist denn das? Selbst diejenigen, die sich mit Action schwer tun, können den Fußballteil problemlos mit neuen Funktionen wie dem Trainer-AI-Modus spielen, die ständig hinzugefügt werden, um das Spiel noch zugänglicher zu machen. Bleiben Sie dran. Bruder, das Siezen, das war ja mal absolut cringe, Alter. Aber ansonsten, ja, danke, Akihiro Hino. Kannst mich ruhig duzen, Bruder. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Das war der Story-Modus. Ich frage mich, was jetzt mit den ganzen Items ist, die ich gesammelt habe.
Weil wenn ich jetzt hier wieder reingehe, dann starre ich ja wieder von vorne durch. Oder? Oder? Oder vom nächsten Speicherpunkt. Weil das Ding ist, ich meine gesehen zu haben, dass im Spiel Speichersymbole kamen. Speicheranimationen gekommen sind. Aber es geht wieder genauso los. Ja. Vielleicht kann man wirklich nicht speichern. Hey, coole Transition an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauerisieren. Das war's mit die Inazuma 11 Story Modus. Wenn wir Bock haben, gehen wir vielleicht noch ein zweites Mal durch oder so. Bis dahin. Ich hoffe, das Spiel kommt bald raus. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Hauen Sie rein. Und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und wir machen wahrscheinlich weiter mit Mannschaftsmodus hier und da mal ein Video. Nicht mehr täglich wahrscheinlich, weil Paper Mario. Aber danke trotzdem. Und tschüss.